Hallöchen ihr Lieben und schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Heute gibt es endlich das Video zur Hochzeitstorte für euch, die ich vor kurzem gemacht habe. Auf Instagram habe ich euch ja schon einiges davon in meinen Stories gezeigt und heute zeige ich euch dann eben, wie ich die ganze Torte gemacht habe. Das Ganze ist auch relativ spontan gewesen, also ich glaube, ich bin so ungefähr 2 Wochen vor dem standesamtlichen Termin gefragt worden, ob ich für diesen Tag diese Torte machen könnte. War schon ein bisschen Zeitdruck, aber ich habe dann doch noch alles schnell besorgen können, so dass das zumindest kein Problem gewesen ist. Das andere Problem ist gewesen, dass sie sich eine Harry Potter Torte gewünscht haben. Uff, das ist jetzt erstmal so eine Situation gewesen, wo ich dachte, okay, wie soll man das in irgendeiner Weise festlich machen? Aber ihr habt mir zum Glück auch auf Instagram ein bisschen helfen können, ein bisschen Input gegeben. Ich habe dann auch noch mit dem Brautpaar ganz viel geschrieben, was sie sich so alles vorstellen und wünschen. Letztendlich ist die Torte wirklich richtig gut angekommen. Das Brautpaar hat sich riesig gefreut, den Gästen hat es gefallen, es hat allen geschmeckt, was einfach nur eine richtige Erleichterung für mich gewesen ist. So eine Torte für andere Leute zu machen, das setzt mich persönlich einfach wirklich tierisch unter Druck, weil ich nicht weiß, gefällt denn das? Geschmäcker sind so unterschiedlich. Wenn man schon irgendwelche Vorstellungen im Kopf hat, kann man denen gerecht werden, aber ganz entspannt, es war alles super. An dieser Stelle auch erstmal vielen lieben Dank an euch. Ihr habt mir über Instagram richtig viele liebe Nachrichten geschickt und ich bin echt ein bisschen entspannter gewesen, als ich das alles gelesen habe. Also danke, vielen lieben Dank. Bevor das Video jetzt aber auch zu lang wird, würde ich sagen, zeige ich euch zunächst einmal, was ich alles für die Torte bestellt habe und dann legen wir mit dem Rezept los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare, wie sie euch gefallen hat. Und ja, los geht's. Neben den ganzen Lebensmitteln für die Torte habe ich ungefähr 2,5 Kilogramm weißen Fondant von Masaticino sowie kleinere Fondantpäckchen in Schwarz, Grau und Braun gekauft, ein paar helle Zuckerperlen, ein goldenes Satinband für den Tortenrand, goldenes Glitzerpulver, CMC-Pulver ganz wichtig und natürlich auch das Brautpaar. Es war auch mega schwierig, da ein passendes zu finden, weil ich das Brautpaar noch irgendwie pottermäßig dekorieren wollte. Und das Geniale ist einfach, dass dieses Brautpaar so eine Tafel festgehalten hat, die man auch beschriften konnte. Aber diese Tafel habe ich dann einfach weggeschmissen und denen stattdessen Besen aus Fondant in die Hand gegeben. Dafür haben die auch perfekt ihre Hände rausgestreckt gehalten. Ich verlinke euch da auch sowieso einmal alles an Material, was ich gekauft habe, unter dem Video in der Infobox, falls ihr da mal nachschauen möchtet. Außerdem habe ich jetzt noch so eine goldene Tortenpappe gekauft, die gab es in einem Dreier-Set und die sind auch wesentlich dünner als ein Cakeboard, weshalb ich dann 2 solcher Pappen mit einer Heißklebepistole verklebt habe. Ist dann auch stabil genug für die ganze Torte gewesen und das passt natürlich auch optisch gut zu der Torte, sonst gibt es solche Cakeboards meistens ja nur in Silber und das fand ich dann auch nicht ganz so passend für eine Hochzeitstorte. Als nächstes habe ich dann die Biskuitböden vorbereitet und für ein Biskuit habe ich 6 Eier auf Raumtemperatur verwendet. Die werden zunächst mit einer Prise Salz verquirlt, bevor dann 240 Gramm Zucker eingerieselt werden. Und dann mixen wir das alles für ungefähr 10 Minuten lang auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe durch, bis die Masse so richtig schön luftig wird. Und während die Masse jetzt noch weiter mixt, bereiten wir unsere Springform oder auch einen Tortenring vor. Für beides brauchen wir ein Backpapier für den Boden. Beim Tortenring muss das Papier nur wirklich stramm um den Ring gefalten werden, damit da später auch kein Teig rausfließen kann. Und super wichtig bei einem Tortenring, den immer zunächst aufs Backblech stellen, bevor ihr den Teig einfüllt. Ist mir nämlich auch schon einmal anders passiert und das war jetzt nicht ganz so super. Sobald die Eier cremig luftig aufgeschlagen sind, sieben wir uns in mehreren Portionen 270 Gramm Mehl, was wir noch mit 3 Teelöffeln Backpulver vermengt haben, zu dem Teig dazu und heben alles richtig schön vorsichtig unter. Wir wollen die Luft, die wir so lange unter den Teig gemixt haben, ja jetzt nicht wieder rausrühren. Und keine Sorge, alle Mengenangaben schreibe ich euch auch wie immer nochmal auf meinem Blog und den Link dazu packe ich euch in die Infobox. Den ersten Biskuit habe ich dann mit ungefähr 29 bis 30 cm im Durchmesser ausgebacken, also das Maximum, was auch auf mein Blech gepasst hat. Den zweiten habe ich dann bei ungefähr 24 cm gebacken. Auch wieder mit der gleichen Mengenangabe, damit die obere Torte auch etwas höher wird. Gebacken wird übrigens bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 30 bis 40 Minuten. Da solltet ihr aber sowieso immer mal die Stäbchenprobe machen, um zu schauen, ob euer Teig auch schon durch ist. Weiter geht's mit der Tortenfüllung. Da habe ich mir eine Meringe-Buttercreme vorbereitet, für die 270 Gramm Eiweiß abgewogen und mit 420 Gramm Zucker sowie einer Prise Salz verquillt werden. Das Ganze muss dann für ungefähr 10 Minuten über einem Wasserbad erhitzt werden, bis alle Zuckerkristalle schmelzen, weil sonst wird die Buttercreme nicht ganz so schön glatt.
Und wichtig ist auch, dass ihr über dem Wasserbad immer gut umrührt, damit das Eiweiß nicht fest wird. Also wirklich immer richtig schön umrühren. Und sobald ihr das dann erledigt habt, füllen wir die Eiweiße in unsere Rührschüssel zurück und mixen sie so lange durch, bis die Eiweiße zum einen abkühlen und zum anderen fest werden. Da könnt ihr auch einfach mit der Hand mal am Schüsselrand fühlen, ob der schon abgekühlt ist. Und sobald das geschafft ist, geben wir portionsweise 770 Gramm weiche Butter dazu. Die Butter habe ich mir also schon am Vortag aus dem Kühlschrank geholt, damit die wirklich super weich ist. Weicher ist besser als zur Pest. Und dann habe ich mir die Buttercreme jetzt auch übrigens zweimal vorbereitet, damit ich auf jeden Fall genug Creme für die ganze Torte habe. Aromatisiert habe ich das Ganze dann aber erst später, bevor die Torte gefüllt wurde. Das Wichtigste haben wir dann jetzt erst einmal fertig und dann geht es mit der Deko weiter. Solltet ihr auch ungefähr 1 bis 2 Tage vor Fertigstellung die Torte vorbereiten, weil einiges davon auch unbedingt aushärten muss. Zuerst brauchen wir natürlich eine Potterbrille, für die ich schwarzen und auch grauen Fondant miteinander verknetet habe, damit die Brille nicht ganz so dunkel wird. Dann gibt es auch nicht einen ganz so extremen Kontrast zu der weißen Torte. In den Fondant wird jetzt auch noch CMC-Pulver geknetet, das könnt ihr euch zum Beispiel bei Amazon bestellen und dadurch härtet die Fondant-Deko auch nochmal ein bisschen härter aus. Also für abstehende Tortendeko ist das absolut ein Muss. Zwischendurch habe ich jetzt auch immer mal wieder meine Haushaltshandschuhe angezogen, weil es echt nicht so schön ist, wenn man auf Fondant-Deko plötzlich Fingerabdrücke sieht, was ja unweigerlich passiert, wenn man einzelne Fondant-Teile länger in der Hand festhält. Wundert euch also nicht, zwischendurch habe ich die immer mal wieder angezogen. Den dunklen Fondant habe ich mir jetzt dann dünn auf etwas Speisestärke ausgerollt und mit einem runden Ausstecher 2 Kreise ausgestochen. Da musste ich jetzt auch erstmal ein bisschen bei mir im Haushalt suchen, um etwas Rundes zu finden, was nur ein kleines bisschen kleiner als der Ausstecher war, damit wir wirklich richtig dünne Brillenränder erhalten. Letztendlich habe ich dann noch so eine Dose gefunden, mit der war ich aber jetzt nicht ganz so zufrieden, weil mir dann doch irgendwie alles noch ein bisschen zu groß gewesen ist. Aber dann habe ich diese inneren Kreise nochmal mit dem Deckel der Zuckerperlen ausgestochen, was dann perfekt für die Brillengläser gepasst hat. Und diese größeren Fondantkreise, die ich dann vorab schon gemacht habe, habe ich dann einfach nur noch aufgeschnitten und als Henkel verwendet. Zusammengeklebt habe ich die Einzelteile dann mit Zuckerkleber und zwar auch direkt schon auf einem Teller, den ich noch zusätzlich mit Frischhaltefolie ausgelegt habe. Dann kann man die Deko hier nämlich einfach liegen und aushärten lassen. An sich wollte ich die Torte natürlich nicht zu kitschig gestalten, aber so ein paar Harry Potter Elemente durften dann natürlich nicht fehlen. Weiter geht es mit dem goldenen Schnaps. Dafür habe ich mir weißen Fondant mit CMC-Pulver verknetet und dann auch ehrlich gesagt hauptsächlich nur improvisiert. Ich habe den Fondant zunächst möglichst dünn ausgerollt, mir auch schon einmal 2 gleich große Stücke zurechtgeschnitten und hier dann einen halben Zahnstocher mit in den Rand gearbeitet. Klebt solche Sachen auch immer mit Zuckerkleber fest, damit später nichts verrutschen kann. Und dann habe ich die Flügelform nochmal ein bisschen passender mit einem Messer zurechtgeschnitten, beide Fondantstücke quasi auch immer parallel zueinander bearbeitet, damit das auch möglichst gleich ausgesehen hat. Damit die Flügel auch nochmal ein bisschen feiner aussehen, habe ich sie mit einem Balltool für Fondant ein bisschen ausgedünnt, bin also immer über die Ränder gegangen, bis das Ganze ein bisschen dünner geworden ist. Macht man ja auch so bei Fondantrosen und dann wirkt das Ganze auch schon ein bisschen filigraner. Und falls dann zwischendurch doch nochmal ein bisschen was von der Form verloren gegangen ist und die Flügel nicht mehr gleich aussehen, könnt ihr natürlich auch nachträglich immer noch ein bisschen nachschneiden. Mit einem Messer habe ich den Fondant dann noch leicht eingeritzt, so wirkt das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr nach Flügeln und dann wandert beides auch wieder auf unseren Aushärtungsteller. Die Flügel habe ich jetzt aber nicht einfach nur platt auf dem Teller liegen gelassen, sondern auch nochmal so ein paar Küchenpapierstücke darunter geklemmt, damit das auch wieder mit ein bisschen mehr Dimension fest werden kann. Dann fehlt für den Schnaps nur noch die Kugel, die sollte von den Proportionen natürlich zu den Flügeln passen und die Kugel habe ich mir dann auch nochmal ein bisschen nachstrukturiert, weil der Schnaps ja auch nicht einfach nur glatt ist, sondern so ein komisches Muster hat. Keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennen sollte, aber wenn ihr das googeln würdet, dann seht ihr natürlich auch, dass der Schnaps so eine besondere Form hat. Die Fondantkugel habe ich anschließend auf einen Schaschlikspieß gesteckt und mir goldene Farbe vorbereitet. Dafür habe ich essbares Glitzer mit einem kleinen bisschen hochprozentigem Alkohol verrührt. Der Alkohol verdunstet später vollständig auf der Deko, Fondant schmilzt uns darunter auch nicht weg und man kann die Farbe auch richtig gut auflösen und dann eben schön verschiedene Sachen damit bemalen. Als nächstes kommen wir zu den Besen. Dafür habe ich mir braunen Fondant mit CMC-Pulver verknetet und mir pro Besen jeweils 1 Zahnstocher bereitgestellt.
Den Zahnstocher ummanteln wir dann auch mit dem Fondant. Dadurch wird der Besenstiel nochmal ein bisschen von innen verstärkt und wir brauchen keine Angst zu haben, dass der später abbrechen könnte. Ihr solltet nur darauf achten, dass die Stiele oben auch noch in die Hände des Brautpaares passen und dass das Ganze auch von der Länge her bis zum Tortenboden passt. Für die Besenborsten habe ich mir jetzt auch nochmal ein kleines Stück Fondant grob zurechtgeformt und anschließend mit einem Messer ein bisschen eingeritzt. Es darf dann auch ruhig ein bisschen bröselig und unordentlich aussehen, weil so ein Besen sieht ja jetzt auch nicht super ordentlich aus. Mit einem Modellierwerkzeug können wir dann oben noch ein kleines Loch einpieksen und den Besenstiel damit ein bisschen Zuckerkleber einstecken. Und damit das Ganze auch besser hält bzw. optisch einen schöneren Abschluss bekommt, habe ich nochmal ein kleineres Stück Fondant darüber geklebt und dann sieht das eben auch wieder ein bisschen einheitlicher als ein Besen aus. Und dann wandert auch beides zunächst auf unseren Aushärtungsteller. Zuletzt fehlt jetzt noch der sprechende Hut, der darf natürlich auch nicht fehlen, der Hut, der über jedermanns Zukunft in Hogwarts entscheidet. Und wenn ihr Potter-Fans seid, könnt ihr mir ja mal super gerne in die Kommentare schreiben, zu welchem Haus ihr denn gehört. Und für den Hut habe ich mir jetzt auch wieder zunächst braunen Fondant mit CMC-Pulver verknetet, einmal dünn ausgerollt, mir dann einen Kreis ausgestochen und den dann mit dem Boll-Tool auch nochmal am Rand ausgedünnt. Dann brauchen wir jetzt ein etwas größeres Stück von dem braunen Fondant, den wir uns zu einem Klumpen bzw. zu einem Berg formen. Also unten darf das gerne ein bisschen Richtung Tisch ausgestrichen werden, damit wir einen dünnen Rand haben. Dann kommt dieser etwas dickere Hutbereich und oben formen wir das Ganze dann spitz zurecht. Und im Endeffekt ist es ja ein alter Hut, das darf also auch gerne schon ein bisschen mitgenommen aussehen. Für ein bisschen mehr Details habe ich zuerst die Hutspitze ein bisschen nachgeformt und mich dann dem Gesicht gewidmet. Dazu habe ich mir jetzt zunächst ein Loch für die Augen in den Fondant gedrückt und anschließend auch nochmal darüber ein bisschen den Fondant zurechtgedrückt, damit das wie so eine Art Augenbrauenbogen aussieht. Fehlt noch der Mund, der wird natürlich genauso eingedrückt. Darüber könnt ihr das auch nochmal so ein bisschen nachformen, damit der Mund optisch ein bisschen abstehender aussieht. Und dann können wir den oberen Teil des Hutes auf den unteren kleben. Den Hut habe ich anschließend auch nochmal mit ein bisschen Farbe abgepinselt. Dafür habe ich mir schwarze Pastenfarbe von Wilton mit einem kleinen bisschen Alkohol verrührt und dann dünn an den Hut gebracht. Vor allem auch unten, wo beide Hutteile zusammenkommen, damit dieser Übergang nicht ganz so auffällig ist. Und danach habe ich den Pinsel nochmal ein bisschen abgetrocknet, damit wir die Farbe ähnlich wie beim Schminken ein bisschen verblenden können. Ansonsten werden dann nur noch die Augen und der Mund schwarz ausgemalt und dann darf der sprechende Hut auch auf unseren Aushärtungsteller. Damit ist die Deko, die unbedingt aushärten muss, auch fertig und wir können die zwei Torten fertigstellen. Ich habe zunächst mit der kleineren Torte angefangen, dafür habe ich mir auch jetzt etwas Buttercreme in eine zweite Schüssel gefüllt und mit Cappuccino Instantpulver verrührt. Das eignet sich einfach perfekt für Cremefüllungen und dann hat die Torte auch so einen richtig leckeren Kaffeegeschmack. Bei der oberen Torte brauchen wir jetzt auch als Unterlage nochmal eine PVC-Hartschaumplatte. Bei mir hatte die jetzt, glaube ich, 2 bis 3 mm. Gibt es auf jeden Fall in jedem Baumarkt zu kaufen und das lässt sich dann auch super einfach mit einem Cuttermesser oder mit einer scharfen Schere zurechtschneiden. Mittig habe ich mir jetzt auch nochmal ein Loch in die Platte geschnitten, denn später wollen wir beide Torten nochmal mit einem Tortenstab fixieren, der einmal von oben nach unten hindurch geht. Und dann können wir jetzt endlich damit loslegen, unsere Torten zu füllen. Zum Tränken der Böden habe ich mir jetzt etwas Cappuccino mit dem Instantpulver vorbereitet. Denkt wirklich immer daran, eure Torten feucht zu halten, weil die echt wirklich super schnell trocken werden können und dann schmeckt das auch nicht mehr ganz so lecker, wie es eigentlich lecker sein könnte. Sobald die Torte dann fertig gefüllt ist, wird sie einmal von außen mit einer hellen Buttercreme eingestrichen und dann wandert das gute Stück zunächst für eine Stunde in den Kühlschrank. Und dann haben wir nämlich auch genug Zeit, um uns um die untere Torte zu kümmern. Dafür habe ich einen Teil der Buttercreme mit Backkakao verrührt, damit das auch wirklich schön schokoladig, aber auch nicht zu süß wird. Und die restliche Buttercreme habe ich mir dann mit geschmolzener weißer Kuvertüre aromatisiert. Das könnt ihr dann geschmacklich auch gut für beide Torten verwenden. Die untere Torte habe ich diesmal mit pürierten Himbeeren bestrichen. Die habe ich vorher nur nochmal durch ein Sieb gestrichen, damit wir auch keine Kerne im Kuchen haben. Und dann bleibt die Torte wirklich auch super saftig und Himbeeren passen sowieso am allerbesten zur Schokolade, wie ich finde.
Hier habe ich mich beim Füllen auch ein bisschen abgewechselt mit der hellen und mit der dunklen Creme und am Ende wird das dann genauso wie bei der ersten Torte einmal dünn mit heller Creme eingestrichen. Und ab hier werden dann beide Torten gleich fertiggestellt. Nach einer Stunde kühlen wird erneut eingestrichen, damit die Tortenränder auch richtig schön glatt werden. Ich fange immer zunächst mit dem Tortendeckel an. Da kann man nämlich beim Glattziehen immer schön über den Tortenrand gehen und dann kann man nach unten hin mit den Seiten weitermachen. Hier nehme ich zum Glattziehen auch wie immer ein Geodreieck, beste Erfindung überhaupt, und damit könnt ihr die Seiten dann wirklich super einfach glattziehen. Oben hin bildet sich jetzt auch schon so ein kleiner Cremeüberschuss, den können wir dann mit unserer Palette von außen nach innen schön langsam über die Torte ziehen. Und sobald ihr dann mit dem Ergebnis zufrieden seid, wandert die Torte nochmal für eine Stunde in den Kühlschrank, damit sie wirklich schön stabil wird und wir dann später besser damit arbeiten können. Danach können wir die Torten mit Fondant einkleiden. Wenn ich eine neue Packung Fondant öffne, versuche ich jetzt auch nicht unbedingt die durchzukneten, sondern einfach nur mit den Händen richtig gut zu erwärmen. Dadurch wird der Fondant dann auch schön weich und wir kneten uns keine Luftblasen ein. Den Fondant rollen wir uns auf ein bisschen Speisestärke dünn aus, hebt ihn am besten auch immer mal wieder an, damit er euch nirgendwo festkleben kann. Und dann rollen wir ihn wirklich vorsichtig wieder auf unserem Ausrollstab auf und können ihn über der Torte wieder abrollen. Den Fondant streichen wir zunächst auch schön auf dem Deckel glatt, damit wir uns auch keine Luftblasen unter den Fondant arbeiten, und dann geht es langsam an den Seiten herunter. Fondant solltet ihr nur bitte niemals von der Torte wegziehen, sondern immer nur leicht zur Seite hinweg, gerade wenn das unten so ein bisschen faltig wird, immer schön zur Seite gehen und dann mit der anderen Hand nach unten nachziehen. Sobald alles richtig picobello an der Torte klebt, können wir den Überschuss mit einem Messer oder auch mit einem Pizzaroller wegschneiden und dann könnt ihr eure Fondantreste nochmal gut durchkneten und in Frischhaltefolie verpacken, damit er nicht aushärtet. Und dann kommen wir jetzt endlich zum Tortenstapeln. Hier habe ich also einmal meine untere Torte, die habe ich auch schon mit Zuckerperlen und mit dem Saturnband ausdekoriert. Das habe ich jetzt nicht mehr mitgefilmt, weil das irgendwie zu simpel war und ich auch schon fast am Ende meiner Kräfte gewesen bin. Und dann braucht ihr als nächstes entweder dicke Strohhalme, Tortenstäbe oder was ich jetzt hier zum Beispiel gefunden habe, sind solche Zuckerwattestäbe. Die kann man super easy mit einem Messer zurechtschneiden und dann in die untere Torte pieksen. Das sollte nicht aus der Torte rausgucken, sondern wirklich richtig schön abschließen. Und dann werden die auch nur mittig in die Torte gesteckt, wo die obere Torte später diesen Bereich verdecken wird. Verteilt in der Mitte noch ein bisschen helle Buttercreme auf dem Kuchen und dann können wir ganz vorsichtig und behutsam die obere Torte auf die untere setzen. Zuletzt pieksen wir uns dann noch einen großen Tortenstab einmal durch beide Torten hindurch, deswegen haben wir auch in diese Hartschaumplatte dieses Loch eingeschnitten und dann hält beides auch wirklich bombenfest zusammen. Das Loch, was ihr dann oben habt, könnt ihr super einfach mit Deko verdecken oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, den Stab zunächst in die untere Torte zu stecken, schon einmal abmessen, wie hoch der Stab sein müsste, damit der oben in der zweiten Torte nicht rausguckt, und dann wird die zweite Torte über den Stab auf die untere Torte gesetzt. Die Torte habe ich jetzt auch nochmal zwischendurch in den Kühlschrank gestellt und dann bereiten wir eine letzte Deko vor, die nicht aushärten sollte, deshalb haben wir sie auch nicht schon vorher gemacht. Und zwar soll das jetzt einfach nur noch ein Emblem werden mit dem Schriftzug mit den Heiligtümern des Todes. Und dafür rolle ich mir zunächst ein bisschen Fondant gleichmäßig aus und steche mit einem gewellten Ausstecher den Rand entlang aus. Ihr seht ja, wie ich das gemacht habe, Hauptsache der Rand sieht jetzt nicht ganz so langweilig aus und Hauptsache der Schriftzug passt auch mit auf das Fondantstück. Meine Vorlage habe ich mir hier jetzt einmal ausgedruckt und über den Fondant gelegt und mit einem dünnen Tool gehe ich dann den Schriftzug entlang und drücke das auch vorsichtig in den Fondant rein. Sieht man zwar jetzt nicht ganz so gut, man müsste natürlich nochmal mehrmals darüber gehen, damit das Ganze auch wirklich tiefer in den Fondant geht, aber das wird gleich sowieso nochmal mit ein bisschen Farbe nachgezeichnet. Vorher wird das Emblem jetzt nochmal mit ein bisschen Goldpuder abgepinselt und dann können wir den Schriftzug auch vorsichtig mit schwarzer Lebensmittelfarbe, die wir wieder mit Alkohol verdünnt haben, nachpinseln. Und dann können wir die einzelnen Deko-Elemente auch endlich an unsere Torte bringen. Das Emblem habe ich jetzt einfach nur mit ein bisschen Zuckerkleber an die Torte geklebt und die restliche Deko habe ich dann mit Royal Icing an die Torte gebracht. Das hält auch wirklich wesentlich besser, wenn ihr schon bereits ausgehärtete Deko-Elemente habt und die dann mit Royal Icing festklebt. Wirklich, dann fällt euch auch nichts mehr davon ab.
Die zwei Besen habe ich jetzt übrigens auch nochmal mit Icing in die Hände des Brautpaares geklebt, Borsten aneinander geklebt und das Brautpaar sowie diese Besenborsten von unten auch nochmal mit Icing an die Torte geklebt. Und so hat das dann auch den ganzen Transport mit dem Auto überstanden, ganz normal gefahren. Also wirklich, wenn ihr sowas habt, verwendet am besten Royal Icing. Und dann haben wir jetzt hier auch endlich die fertige Torte. Ich habe noch zwei solche Hufflepuff-Fähnchen gebastelt, also einfach nur was ausgedruckt, ausgeschnitten und an zwei Zahnstocher geklebt, weil das Brautpaar nämlich auch beides Hufflepuffs sind. Und jetzt bin ich auch richtig gespannt, wie sie euch gefällt. Ich habe, wie gesagt, versucht, es nicht ganz so kitschig zu machen, damit es trotzdem noch klassisch bleibt. Das Brautpaar hat sich aber riesig darüber gefreut, was mich natürlich unendlich gefreut hat. Und da lohnen sich zwei Tage an solch einer Torte natürlich auch auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!